dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort is piss poor. I got too much, I got a tent. Hallo, ich grüße euch. Ja, wir hatten ja neulich mal so das Thema, was wollt ihr sehen? Da war die Frage halt, oder hat jemand geschrieben, mal mehr von der Rennstrecke? Da können wir heute mal gucken. Ich war auf dem Trackday in Spa, da können wir mal ein paar Aufnahmen machen, wie ich da die eine oder andere Runde einfach mal drehe, beziehungsweise wem hinterherfahre, mir einer hinterherfährt. Wir haben einfach ein bisschen Spaß gehabt, gucken, was das Auto macht. Festgestellt auf jeden Fall, dass das Setup, was das Auto hat für Spa, nicht geeignet ist. War es auch nie, weil er eigentlich fährt er Nordschleife und Alltag, dafür ist es gut. Spa müsste man halt das komplette Fahrwerkssetup ändern. Aber ist egal, hat Spaß gemacht. Wir haben da über 300 Kilometer gespult auf der Strecke am Samstag. Und heute haben wir uns entschlossen, dass wir mal uns angucken, wie sieht das Auto eigentlich nach den 300 Kilometern aus. Sieht man was am Fahrwerk, was ist mit den Reifen? Wie sieht die Bremse noch aus? Haben wir da noch Belag oder nicht? Weil wir sind da hingefahren und da war eigentlich alles Taco, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wir in der Bestandsaufnahme hatten, dass das Getriebe zwischen den Hälften ein bisschen schwitzt, immer wieder feucht ist. Ich vermute, das wird jetzt ein bisschen feuchter sein, aber das schauen wir uns gleich mal eben auf der Hebebühne an, weil da heben wir hoch und dann gucken wir mal auch in die Felgen und uns die Reifen an. Und ich habe noch was Wichtiges vergessen. Ich habe es leider schon verdrängt. Ich würde von Spa gerne noch viel, viel mehr zeigen. Ich hatte unsere neue Kamera mit. Jedoch ist die mir leider kurz vor Abfahrt dort entwendet worden. Das hat mir eigentlich den Tag und das ganze Wochenende im Nachhinein versaut. Sonst könnten wir euch noch viel mehr zeigen. Ich habe da so viel gefilmt und mitgenommen. Und da waren so geniale Autos auch am Fahren. Dementsprechend machen wir jetzt leider nur die Bestandsaufnahme und blenden mal ein paar Zeiten ein, oder Fahrten besser gesagt, die wir mit der GoPro aus den Fahrzeugen aufgenommen haben. Jo, fahren wir erstmal in die Werkstatt rein. So, machen erstmal die Haube auf und schauen mal hier vorne rein. Da ist natürlich nicht viel passiert. Kühlwasserstand stimmt nach wie vor, nichts verbraucht. Ich check mal Öl. Ich habe während der Strecke auch zwischenzeitlich einmal geguckt. Wir sind mit voll hin. Bei ungefähr der Hälfte, ich keine Ahnung. Ich habe irgendwann reingeguckt. Ich habe mich auf der GoPro gewundert. Ich war auf einmal fast eine Dreiviertelstunde auf der Strecke. Naja, ich hatte gerade Laufen, nicht ganz unten, aber es ist immer noch bei drei Viertel. Wenn ich jetzt noch kurz stehen lasse und gerade wenn er warm ist, dehnt sich das Öl ja auch ein bisschen aus. Da haben wir immer noch Maximum, das heißt, wir haben schon mal keinen Ölverbrauch. Sonst können wir hier vorne nichts sehen. Ich würde das Auto jetzt mal eben ein bisschen anheben auf der Hebebühne, dass wir da mal weiterschauen. Jetzt gucken wir mal hier rein überall. Fahrwerk ist auch nicht zu sehen, Bremsbelag. Ja. Ja. Bremse hat er ein bisschen gebraucht. Scheibe sieht man gar nichts, Belege sind bei der Hälfte, war ein bisschen mehr drauf, also müssen wir gucken. Was wir jetzt hier auch schön sehen in der Felge, ich werde es auf jeden Fall einmal reinigen müssen, ist auch so ein Klassiker, weil da waren auch viele auf Slicks unterwegs. Das ist dann natürlich gemein, weil die haben Abrieb und ordentlich Gummi auf der Strecke liegen und wir haben dann den ganzen Pickup auf dem Reifen. Also das ist hier halt die Gummireste, der Reifen ist ja urmächtig warm und fängt dann an die aufzusammeln, weil der klebt ja wie Sau. Was wir gleich auch mal gucken, den Luftdruck. Punkt 1, wenn man jetzt ein bisschen mal so normal Straße fährt, fährt sich das schon mal ein Teil von ab. Ansonsten, wenn man es wirklich schön haben will, eigentlich am besten mit dem Föhn, Heißluftföhn oder so ein bisschen warm machen und dann kann man das mit dem Spachtel abkratzen. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, zeitintensiv, ne? Wie das so mit dem Hobby ist. Wir sehen das auch, wenn du hier in eine Felge mal reinguckst oder Reifen. Wir sind gerade beim Reifen gewesen, ne? Da sehen wir auch schon, obwohl wir 3 Grad Sturz haben, von der Strecke hätten wir noch mehr haben müssen. Hier außen ist der Reifen eigentlich am Ende, was das angeht. Das ist hinten, glaube ich, auch der Fall gewesen. Wir gucken mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja, auch hier sehen wir richtig, oh, der Reifen. Kannst du das? Doch, das siehst du mit der Kamera auch, ne? Was wir hier für eine Riefenbildung haben, was der Reifen da eigentlich gelitten hat, das liegt halt unter anderem einfach am falschen Fahrwerkssetup für diese Strecke. Sonst so noch nicht gehabt auf anderen Strecken oder ähnlichen. Und hier ist der Pickup auch ganz schlimm. Hier ist der ganze Reifen einfach aufgefüllt und das fuhr sich dann auch irgendwann eklig, wenn man so viel Dreck hat. Also kurz über lang kommen die Reifen neu. Das hat so nicht viel Sinn auf Dauer.
Was man in der anderen Felge auch ein bisschen besser sehen konnte, diese ist gar nicht so schlimm. Hier haben wir auch in der Felge überall Würste liegen. Da hat einer eine Wurst reingelegt. Da unten zum Beispiel sehen wir schöne große, sind noch mehr von, da ist auch der ganze Pickup, also die alten Reifenreste, halt in der Felge, die ist ja auch warm, das Gummi ist warm, das bleibt halt einfach überall kleben. Die Scheibe sieht auch fürchterlich aus, die wird man ein bisschen Politur bearbeiten müssen, sonst kriegen wir das nicht sauber. Jetzt schauen wir mal hinten, ja hier geht's in der Felge eigentlich, aber da haben wir das auch, der ganze Reifen ist komplett voll mit Gummiwurst. Wobei der sonst noch sehr, sehr viel Profil hat. Bremsbeläge hinten. Ja, Halbzeit ungefähr. Jetzt fahren wir mal weiter hoch, gucken wir unten drunter. So, fangen wir mal von hinten an, das Feld aufzuräumen, ne? So, da ist der Dämpferfahrwerk, das sieht auch alles top aus. Könnten wir mal ein bisschen reinigen, mal gucken, was sagt die Verstellung. Ah, ist noch gut, ist einfach nur viel Dreck drin. Das müssen wir einfach nur reinigen. Ja, ist schön, ne? Was ich gerade schon gehört habe, die Auspuffanlage hat viel gearbeitet, wie wir hier auch sehen, das Kondenswasser halt. Minimal undicht, werden wir nochmal wahrscheinlich einmal drunter wegnehmen. Vielleicht hat sich auch ein bisschen auseinandergezogen durch die ganze Temperatur, die wir da dann hatten, dass wir die nochmal neu stecken. Oh, Pups trocken, schön, ne? Eigentlich wenig Verschleiß. Klar ist das jetzt einfach mal vier Reifen, wie die Felgen hier von innen aussehen, ist auch ein Trauerspiel, aber das ist eigentlich nur Fleißarbeit und sauber machen. Und wir brauchen halt vier neue Reifen am besten. Getriebe, ja, hat auf jeden Fall wieder geschwitzt fleißig, aber es geht noch, weil das Öl hat sich noch nicht so weit nach hinten gezogen. Ja, das werden wir halt irgendwann mal ausbauen, denke ich mal, im Laufe des Sommers. Einmal zerlegen und einfach neu abdichten, weil, wie ich schon mal im Aufnahmevideo erzählte, sind das ja hier die zwei Getriebehälften. Das müssen wir dann einmal auseinandernehmen. Sauber machen und abdichten letztendlich. Und das ist nicht gut. Ich habe was gefunden, was kaputt ist. Radlager. Das waren dann auf der letzten Strecke die letzten Geräusche. Guck mal. Hier hat das Radlager komplett zerlegt. Weiterfahrt wurde so gerade untersagt. Ich hatte auch ein Geräusch gehört, aber ich hatte eigentlich immer Rechtsprobleme eher. Aber hier ist gut. Das ist natürlich gefährlich. Und nicht gerade wenig, ne? Ne, es muss in den letzten paar Runden zustande gekommen sein. Heftig. Wenn man so viel auf die Fresse kriegt. Also Bilanz, ein Radlager bis jetzt, das hält sich ja noch echt Radlager in Grenzen. Radlager und Reifen halt. Reifen ist Verschleiß und ja, alles andere kann kommen. Das ist wie mit jedem Hobby, das ist nicht günstig halt, ne? Zwei Reifen habe ich auch noch liegen. Müssen wir mal gucken, wie ich das am schlauesten mache. Also, Radlager links. Was wir jetzt mal noch gucken, ist Reifendruck, ganz interessant. Sagt der ein oder andere jetzt gleich, weiß ich nicht schon, das ist viel zu viel. Nicht beim Cup 2. Also grundlegend schon mal mit 2,5 Bar immer erstmal anfangen. Bisschen warm fahren und dann Temperatur ablassen. Und ich habe den Cup 1 gehabt, den haben wir mit weniger Druck gefahren. Hab dann aber mal... Boah, den KW, Dynamik, da warst du doch auch mit. Da haben wir auch nochmal neue Reifendrücke rausgefahren auf der Strecke. Und da haben wir festgestellt, dass 2,5 Bar doch die bessere Wahl ist. Und gerade der Cup braucht ein bisschen mehr Luftdruck, weil der neigt sonst schnell von innen auch aufzublähen. Also hier sollte man auf keinen Fall zu wenig fahren. Jetzt gucken wir mal, guck mal, wir haben nur 2,05. Frage von mir. Ist der Reifendruck anders, wenn das Fahrzeug auf den Reifen steht? Nein. Nicht? Der Druck bleibt da dann der gleiche, der kann sich nicht, der verändert sich nicht. Wir können es dir einfach mal zeigen. Zeig mal. Aber wir machen gleich erstmal Luftdruck drauf, wir lassen nicht mit so wenig Luft stehen, weil sonst stehen sie hier erst recht eckig und kaputt. 0,05. Wir können nochmal anheben. Also 0,05 Bar haben wir jetzt gesehen bei dem Auto. An sich soweit unrelevant. Ja, was werde ich machen? Schon mal einen Satz Bremsbeläge bestellen und an die Seite legen, dass wir die fürs nächste Mal haben. Nochmal um Reifen kümmern. Beziehungsweise mit Reifen warte ich vielleicht. Ich überlege einen ganz anderen Felgensatz zu nehmen vielleicht sogar. Ja gut, bleibt nicht aus. Ich hätte auch nicht mitgerechnet, dass wir da über 300 Kilometer fahren an einem Tag. Auf den 300 Kilometern haben wir auch über 90 Liter Sprit oder so durchgeblasen locker. Also da ging
bisschen was weg, dann will der Kleine haben, wenn es nur so geht. Ansonsten verbraucht er wie jeder andere GTI oder R-Motor auch ganz normal. Oder vielleicht ein Schlückchen mehr, weil er gemacht ist. Viel gemacht, aber nicht viel. Patt. Viel gemacht, aber nicht viel. Ja, okay, lassen wir das. Jetzt mache ich erstmal noch Luftdruck drauf, damit er nicht mit so wenig Luft da rumsteht. Und dann besorgen wir die Teile und schauen mal weiter. Tschüss sagen? Ja, tschüss, ne? Okay, tschüss. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, gerne unten rein. Und vielleicht sieht man sich ja mal bald irgendwo beim Fahren auf dem Track oder hier im Laden. Freue mich drauf. Macht's gut. Ciao.